Hodge noch plant. Die Sensoren zeigen hunderte von Scavengern in der Basis. Rassen, die uns bekannt sind. Klingonen, Menschen, Malon und Hirogen. Wir sind hier in der Unterzahl. Daher werden wir uns auf getarnte Infiltration und Ressourcengewinnung konzentrieren. Sie scheinen ein Transporterschutzfeld zu haben. Daher wird Fenrich Paris ein 5-Mann-Team mit dem Shuttle zur Basis bringen. Wenn wir dort angekommen sind, werden Ken und ich einen Extraktionspunkt einrichten. Monroe, Telsia und Odell werden sich aufteilen und je 3 Isodesium-Proben erlangen. Wenn sie fertig sind, kehren sie zum Extraktionspunkt zurück. Das war's, Leute. Bereiten Sie sich nun vor und melden Sie sich an der Shuttle-Rampe. Viel Glück, Leute. Ja, ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Kackenkleinen. Die Mission ist rum. Mit dem, wo wir letztendlich Verbündete gefunden haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Star Trek Voyager Elite Force. Bis zum nächsten Mal, euer Shorty. Macht's gut, haut rein. Tschüss.